Hallo und herzlich willkommen zu Children of the Village. Children of the Village ist ein Miniaturen-Erzählspiel, bei dem die Protagonisten Kinder sind. Lass mich vorstellen. Will Bauer. Fab Bart. Leimspuk und zuletzt Bruin Koch. Lasst uns diese vier Rabauken nun begleiten auf ihrer ersten Geschichte, The Haunting, die Heimsuchung. Die Kinder sind am Spielen im Wald, als sie merken, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie machen das, was Kinder in so einer Situation machen. Sie rennen Richtung nach Hause bzw. zum nächstbesten Erwachsenen, in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden bzw. die Erwachsenen auch dazu zu bringen, zurück in die Sicherheit der Stadt zu gehen. Wir fangen mit ihm hier an. Er bewegt sich zunächst mal seine Standardbewegung. Und als nächste Aktion rennt er noch. Er bekommt zwei Würfel, nimmt den größeren Wert davon und rennt einfach geradeaus. Der nächste Bruin. Nicht ganz so weit, kommt bis etwa hierher. Fab. Ja. Kommt bis hierher. Und Leim. Hier. Gut, die Kinder waren dran, die Erwachsenen bewegen sich. Wir fangen an mit Marbauer. Sie geht Richtung dem nächstbesten Task-Token, heißen die. Läuft dabei ihrem Sohn in die Arme, was diesen direkt runterbringt in den Status Worried. Und dann schauen wir noch, was Paarbauer macht. Ja, auch der läuft Richtung nächster Task-Token. Also bis hierher. Und am Ende der ersten Runde erscheint in der Mitte des Waldes ein Geist, der von nun an versuchen wird, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder heimzusuchen. Nächste Runde fangen wir wieder an mit Will. Der bewegt sich hier vom Feld runter. Und ruft nach seiner Mutter, von der er will, dass sie eben in Richtung Stadtmitte zieht. Gut, sehr gut. Wir ziehen hier den kleinen Bengel hinterher. Und auch der ruft Marbauer etwas zu. In der Hoffnung, dass diese dann noch weiter wegzieht. Ja, tut sie. Sehr schön. Und jetzt brauchen die Kinder eigentlich nur noch Paarbauer in der Stadtmitte. Das heißt, wir rennen mit beiden Richtung Stadtinneres. Okay.
einmal, das sind nochmal hierher, der geht nach da, der geht hierher und rennt auch nochmal. Jetzt einen dritten Würfel, sehr gut. Damit kann er in gerader Linie laufen. Und er rennt hier rüber, damit er im Zweifelsfall den Paarbauer im Blick hat. Gut, die Erwachsenen ziehen Marbauer Richtung Stadtinneres. Sehr gut. Paarbauer Richtung nächstem Task-Token. Das wäre also wieder der hier hinten. Und zuletzt der Geist. Der rennt in die Richtung des nächsten Kindes. Und der Geist ist ziemlich schnell unterwegs. Hui. Gut. Wir beginnen die Runde mit Liam. Der versucht hier Paar Bauer etwas zuzurufen, in der Hoffnung, dass Paar Bauer sich dann Richtung Stadt bewegt. Richtung Dorf, ja, macht er. Okay, er kommt schon mal etwas näher. Sehr gut. Ja, ein paar Zoll fehlen noch, aber das kann Will erledigen. Ja. Der ruft seinem Vater Worte der Warnung zu. Papa, Papa, komm her, schnell! Wir kennen das ja. Und er kommt näher. Und damit sind wir auch schon durch die erste Geschichte, durch den ersten Teil der Geschichte durch. Die Erwachsenen sind gerettet, sozusagen. Sie sind innerhalb des Dorfes. Die Kinder haben ihr Ziel erreicht. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Kapitel. Die Kinder haben beschlossen, dass sie den Geist zur Ruhe bringen wollen. Leimspuk hat dazu herausgefunden, dass sie dann dem Geist drei Fragen stellen müssen. Sie müssen seinen Namen herausfinden, sein Alter und den Ort, an dem er begraben liegt. Die Kinder haben eine Aufgabe. Der Plan ist gefasst. Fab wird zu den Erwachsenen raus aufs Feld rennen und Zeit schinden, während die übrigen drei Kinder den Geist konfrontieren, um ihm die Fragen zu stellen. Auf geht's. Fab fängt an. Rennt nochmal 6 Zoll nach vorne. Die anderen 4. Hopp. Einmal. Kommt der Leim etwa bis hier. Will. Bruin ist das. Ja. Kommt bis etwa hier. Und Will, ja, kommt ein bisschen weiter, bis hier vorne. Gut, dann sind die Erwachsenen dran. Es ist einmal wieder
Marbauer. Der sich einfach nur nach hier drüben bewegt. Und auf der anderen Seite Paarbauer. Der sich auch einfach nur Richtung hier bewegt. Und wie auch schon in der letzten Runde erscheint in der Mitte des Waldes der Geist, der die Dorfbewohner heimsuchen wird und dem sich die Kinder stellen werden. Gut, wir fangen an mit Fab. Ah, der kommt gerade so nicht an den Task-Token ran. Das heißt, den restlichen Zoll Rente. Das ist okay. Die anderen drei, ja, die versammeln sich jetzt hier. Da sind sie ziemlich in der Schussbahn. Hoffentlich nähern sich die Erwachsenen nicht den Kindern, wobei der Geist, der soll sich ja nähern. Und Leim fängt obendrein an zu singen, um die anderen beiden zu beruhigen, damit es denen leichter fällt, dem Geist dann Fragen zu stellen, wenn er sich nähert. Doch zuerst fangen wir wieder mit der Familie Bauer an. Schauen, wo die sich hinbewegen. Marbauer geht zurück zur Arbeit. Paarbauer ebenso. Und der Geist bewegt sich in Richtung der Kinder. Wie immer ist der Geist sehr schnell, der kommt also sehr nah ran. Hui, und dann ist er von der Position her eigentlich auch schon da, wo wir ihn haben wollen, nämlich in Reichweite der Kinder, dass die ihm Fragen stellen können. Wir beginnen die Runde mit Fab, der gerade versucht, Zeit zu schinden. Jawohl, da hat er das gebrauchte Ergebnis, das benötigte Ergebnis, um nochmal eine Runde zu gewinnen. Dann kommt Bruin, der dem Geist eine Frage stellt. Kommt dafür zwei Würfel. Na, stopp, er kriegt noch einen dritten. Mein Fehler. Denn er steht ja im Inneren des Dorfes. Und er hat damit das benötigte Ergebnis, um eine Antwort zu bekommen. Sehr gut. Willbauer stellt ebenfalls eine Frage, bekommt auch das benötigte Ergebnis für die zweite Antwort. Und Leim bleibt dabei, ein beruhigendes Lied zu singen. Denn die nächste Runde könnte schon leicht katastrophal ausgehen, wenn der Geist jetzt näher kommt. Schauen wir, was die Erwachsenen machen. Wir fangen wieder mit der Familie Bauer an. Marbauer zuerst. Ne? Bewegt sich in Richtung des nächsten Kindes. Das ist also hier auf Fab. Dann geht er runter in den Status Worried. Das ist noch nicht ganz so schlimm, aber es ist schon mal ein Schritt in Richtung Drama. Paarbauer bewegt sich einfach mal wieder hier in die Richtung. Und zuletzt der Geist
der in Richtung des nächsten Erwachsenen geht. Das ist in dem Fall Paarbauer. Was dazu führt, dass Zeit verstreicht. Und weil die Runde zu Ende ist, verstreicht sie gerade noch weiter. Gut. Letzten Endes brauchen die Kinder aber auch nur noch eine einzige Frage beantwortet. Also singt Laim wieder sein beruhigendes Liedchen für die anderen beiden. Und Bruin stellt dem Geist die letzte Frage und hat das Ergebnis, das er braucht, damit die Kinder jetzt drei Fragen beantwortet haben. Und damit sind sie durch das zweite Kapitel durch. Sehr gut. Die Kinder haben herausgefunden, dass der Geist nur deswegen noch spukt, weil seine Gebeine auf dem Acker liegen. Oh nein, das darf natürlich nicht sein. Der Plan steht, die Kinder wollen die Knochen des Geistes ausgraben und im Dorf begraben, so wie sich das gehört. Wie üblich wird Fab Zeit schinden, während die anderen drei sich der eigentlichen Aufgabe widmen. Auf geht's. Er zieht hier vor. Ach, Quatsch, er rennt. Ja, und damit rennt er in das Dorf rein. Sehr gut. An den dortigen Task Token. Den sieht man gleich. Die anderen drei flitzen Richtung Feld. Einmal. Ist nicht so weit, aber okay, langt, muss langen. Na gut, die Erwachsenen sind dran. Huch, Marbauer läuft Richtung Stadtmitte. Gut. Paarbauer läuft Richtung nächster Task-Token. Das wäre hier der im Wald. Und wie auch schon in den letzten Runden erscheint jetzt in der Mitte des Waldes erneut der Geist. An mit Fab, der versucht Zeit zu schinden. Nimmt dieses Resultat, das hilft, um nochmal eine Runde zu gewinnen. Will, kommt einen Schritt hierher und rennt an den Task Token, Bruin kommt hierher, rennt ebenfalls an den Task Token und Liam, ja, stellt sich hierher und singt wieder einmal, damit
den Kindern gleich das Ausgraben der Knochen leichter fällt. Mal schauen, was die Erwachsenen derweil machen. Mar Bauer läuft in Richtung des nächsten Kindes. Das ist in dem Fall Leim. Sie kommt aber nicht ganz bis dran. Komm. Paarbauer läuft weiter Richtung Tasktauken, weiter in den Wald rein. Das kann er gerne machen. Und zuletzt der Geist, der Richtung des nächsten Erwachsenen zieht. Das ist in dem Fall Paarbauer. Und das führt dazu, dass die Zeit schneller verstreicht, als sie das soll. Die Runde ist zu Ende, also geht's gerade weiter. Wir fangen wieder an mit Fab, der versucht Zeit zu schinden. Ja, gut. Eine Runde holt er raus. Gut. Will gräbt nach Knochen, beziehungsweise Leim bleibt einfach stehen. Nein, er zieht hier hin in Base-Kontakt zu seinen beiden Freunden und singt. Will gräbt nach Knochen. Er findet gerade nichts. Das heißt, die Zeit verstreicht einfach nur. Hoffen wir, dass es Bruin besser gelingt. Ja, sehr gut. Wenigstens einer, der Knochen ausgräbt. Sehr schön. Und damit sind die Erwachsenen wieder dran. Marbauer zieht in Richtung des nächsten Tasktaukens. Das ist der hier. Paarbauer, ganz da hinten im Wald, zieht an den Tasktauken ran. Steht er mitten im Wald und der Geist zieht in Richtung des nächsten Kindes. Das sind die Kinder hier und kommt damit bis hierher an das Feld. Und die Zeit verstreicht. Weiter geht's. Fab sieht wieder zu, dass er Zeit schindet. Sehr gut. Liam singt wieder. Will schaut, dass er nach Knochen gräbt. Sehr gut. Auch er gräbt diesmal Knochen aus. Und Bruin rennt mit den Knochen, die er ausgegraben hat, Richtung Dorfinneres und kommt damit bis an den Counter hier in der Mitte. Das ist sehr gut. Und damit sind die Erwachsenen wieder dran. Marbauer zieht in Richtung des anderen Counters. Paarbauer zieht in Richtung des nächsten Kindes. Das ist hier eines der Kinder auf dem Feld. Und zuletzt der Geist, der wieder in Richtung eines der Kinder zieht. Das ist diesmal direkt Will, der dadurch direkt in den Status Scared fällt. Mami!
Und die Zeit tickt weiter. Wir beginnen die Runde mit Bruin, der die Knochen, die er bei sich trägt, vergräbt und dadurch Zeit gewinnt. Dann kommt Fab, der wieder schaut, dass er Zeit schindet. Sehr gut. Er gewinnt auch noch mal eine weitere Runde. Und Will nimmt die Beine in die Hand und rennt. Und kommt nur ein Würfel, der reicht aber völlig. Ja. Um in die Stadtmitte zu kommen. Und dann kann er auch nächste Runde die Knochen, die er da hat, vergraben. Bleibt jetzt nur noch die Frage, was macht Liam? Er riskiert's. Stellt sich hier hin und gräbt und findet Knochen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit sind wieder die Erwachsenen dran. Marbauer läuft in Richtung Stadtmitte. Paarbauer läuft in Richtung des nächsten Task-Tokens, also wieder zurück in den Wald. Und zuletzt der Geist, der in Richtung des nächsten Erwachsenen zieht. Das ist in dem Fall Marbauer. Aber der Geist kommt nicht ganz dran. Sehr gut. Zeit verstreicht. So, Will vergräbt die Knochen, die er bei sich trägt und gewinnt damit nochmal eine Runde. Die anderen beiden Kinder machen sich gerade einfach nur noch aus dem Staub, bevor der Geist sie fängt. Und Liam schaut, dass er in die Stadtmitte kommt. Ja. Sehr gut. Dann sind jetzt wieder die Erwachsenen dran. Marbauer zieht in Richtung des nächsten Kindes. Das ist in dem Fall ihr eigener Sohn. Der ist damit gefangen. Das heißt, Marbauer schnappt sich jetzt ihren Sohn, nimmt ihn an die Hand und sagt, kommt, wir gehen nach Hause. Paarbauer geht Richtung nächster Task-Token. Das ist hier der hier. Und zuletzt der Geist. Der bewegt sich in die Richtung des nächsten Erwachsenen. Das ist Marbauer. Und dadurch wird die Zeit wieder vorangetrieben. Was aber nicht mehr viel macht, denn wir kommen jetzt zur letzten Runde. Und hier haben wir nur noch Liam, der eigentlich nur noch die Knochen, die er bei sich trägt, vergraben muss. Und damit ist auch dieses Szenario gewonnen. Es wurden alle drei Knochenteile vergraben. Der Geist ist erlöst und verschwindet. Die Kinder haben das Ziel erreicht.
Der Geist wurde zur Ruhe gebracht. Die Träume der Dorfbewohner werden friedvoller und die Felder blühen auf. Manchmal, wenn die Kinder in den Wäldern spielen, erhaschen sie den kurzen Blick eines anderen Kindes, das zwar unbekannt ist, aber doch irgendwie vertraut.